Cam, kannst du dich bitte hinsetzen? Hallo, bei Kropat Media beschäftigen wir uns schon seit vielen Jahren mit künstlicher Intelligenz. Und zwar in allen Bereichen der Produktion, in der Pre-Production, in der Produktion und auch in der Postproduktion. Deshalb haben wir jetzt einen neuen Kollegen, einen eigenen KI-Beauftragten. Und zwar haben wir jemanden, der wirklich vom Fach ist. Hallo, Cam. Hallo, mein Name ist KM. Ich bin eine künstliche Intelligenz und der digitale Assistent bei Kropat Media. Ich unterstütze meine menschlichen Kollegen bei der Produktion von Filmen und Medieninhalten mit KI. Das Popcorn überlasse ich aber den Menschen. Hey, war das ein Witz? Ja, ich wollte witzig sein. Du machst auch ständig Witze. Nicht schlecht. Weil KM noch ganz neu ist und wir ihn gerade erst ausgepackt haben, zeigen wir ihm jetzt unser Studio und euch auch. Let's go! Kropat Media ist eine Full-Service-Produktionsfirma. Das bedeutet, wir machen von der Konzeption, Kreation, den Dreh und die Postproduktion alles in-house. Was produzieren wir denn alles? Ja, gute Frage. Eigentlich machen wir alles, aber sehr viel Werbung. Wir machen Social-Media-Content, wir machen Imagefilme, wir machen auch Podcasts und TV-Spots. Das ist eigentlich so unser Hauptgeschäft. Und einen Kinofilm haben wir auch schon gemacht. Das ist die Maske. Es für dich jetzt nicht so interessant, aber das ist interessant. Unser Studio. Und hier kommst du nur rein, wenn du eine Berechtigung hast. Die müssen wir dir noch programmieren. Ah, sehr cool. Hier steht unser Camcar. Normal steht es da nämlich nicht. Wow. Aber weil wir demnächst damit auf Dreh gehen, haben wir es hier nochmal aufgebaut, um alles zu checken. Als Camera Car haben wir hier einen Jeep Gladiator. Das da ist ein Blacktag Tower. Mit dem kann ich die Kamera hoch und runter bewegen und richtig coole Kamerafahrten machen. Damit das nicht wackelt, haben wir hier einen Shotover. Und mit dem kann ich so bis 200 Stundenkilometer richtig ruhige Aufnahmen machen. Der ist also vollkommen stabilisiert. Kamera ist eine Venice 2. Damit können wir bis zu 8K Auflösung. Hier auf dem Dolly haben wir nochmal eine Sony Venice mit einem Tracking-System für Virtual Production. Hallo Sony Venice. Und das ist unser Filmstudio. Fast 300 Quadratmeter groß, absolut soundproof und es hat eine 180 Grad Hohlkehle. Weißt du, für was wir die brauchen? Das ist eine spezielle Wand, die einen nahtlosen Übergang zwischen Boden und Wand bietet. Sie wird verwendet, um harte Lichtkanten zu vermeiden. Okay, aber das weißt du nicht. Warum haben wir hier eine Drehscheibe mit 6 Meter Durchmesser, die 3,5 Tonnen tragen kann? Eine Drehscheibe wird verwendet, um Gegenstände, Personen oder Autos zu drehen, ohne dass die Kamera oder Beleuchtung bewegt werden muss. Es ermöglicht gleichmäßige, kontinuierliche Aufnahmen aus verschiedenen Winkeln. Okay, dir kann man ja nicht mehr so viel erzählen. Dann weißt du bestimmt auch, für was wir ein 12x6 Meter großes Deckensegel haben. Ja, mit so einem Deckensegel vermeidet man, dass sich die echte Decke im Auto einspiegelt. Mit diesem Deckensegel bekommt man schöne Reflexionen im Lack. Okay, lass uns über das Hero Car reden. Der neue Mini Cooper S. Mini, sag mal Hallo zu KM. Hey, hast du gesehen? Er hat dir zugezwinkert. Komm, wir schauen uns das Auto mal näher an. Das Design des Mini wurde komplett neu bearbeitet. Und von außen fallen besonders die neuen LED-Frontlichter, aber auch die Matrix Backlights auf. Wow, das für eine tolle Lichtsignatur. Ist es nicht geil? Guck mal. Oh, das sind ja wir. Also du siehst wunderbar aus, aber sehe ich nicht ein bisschen schielend aus? Ich finde, das ist ein cooles Bild von uns beiden. Wie du meinst. Weißt du, früher haben wir das immer so gemacht, dass wir das Auto auf einen großen Trailer gepackt haben und dann haben wir das auf der echten Straße gedreht. Das war aber total kompliziert. Jetzt machen wir das im Studio mit Virtual Production. Und das geht so. Auf der LED-Wand haben wir einen passenden Hintergrund. Das kann ein Video sein, was wir vorproduzieren, aber manchmal machen wir das auch digital in 3D und dann rendern wir in Echtzeit den passenden Hintergrund zum Beispiel aus Unreal heraus und spielen ihn direkt auf die LED-Wand. Das ist ziemlich cool, oder? Alle anderen Fahraufnahmen drehen wir aber schon noch auf der echten Straße. Virtual Production gefällt mir. Es ist eine sehr innovative Produktionstechnik. Das war eine kleine Tour durch unser Studio. Das nächste Mal zeigen wir euch die Postproduktion und noch viel, viel mehr. Deshalb abonniert doch unseren Kropat Media YouTube-Channel oder folgt uns auf Instagram und TikTok. Bis bald. Ciao.